Wie beurteilen Sie den ukrainischen Präsidenten Wladimir Zelensky? Ich habe ein bisschen Angst. Also am Anfang war er ja der Retter von der Ukraine. Wenn das gemacht hätte, die Amerikaner ihm empfohlen hätte und wahrscheinlich abgehauen wäre, dann wäre die Ukraine gefallen, bin ich überzeugt. Heute habe ich das Gefühl, ist er manchmal auch gefangen in seiner Rolle, die er jetzt eigentlich ist, dass er jetzt auch auf Druck von Amerikanern und Engländern vor allem, die ihm natürlich die Hauptwaffe liefern, die ihm auch die Beratung liefern, nicht mehr immer voll handlungsfähig ist und damit die Kompromissbereitschaft, die er zeitweise hatte, im Moment nicht mehr hat. Und die Gefahr, dass er nicht mehr aus dem rauskommt, ist bei ihm nicht null. Ich hoffe natürlich, dass er im Hintergrund weiss, dass er eine Lösung finden muss und auch weiss, wie er das auch wieder verkaufen kann, der Bevölkerung. Weil er muss seine Bevölkerung auch erklären, wenn er irgendwann doch einen Kompromiss macht, dass er jetzt nicht etwas verraten hat, dass er nicht die Ukraine verraten hat, sondern dass er im Interesse der Ukraine handelt.